Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegler'schen. Was hat dieses Kissen nicht alles schon aushalten müssen? Schlaflose Nächte, unzählige Gedanken, aber auch Tränen von uns. Ja, manchmal ist es bei vielen von uns schon zu einer Art Tränenkissen geworden. Als ob wir unser Herz auf diesem Kissen ausschütten könnten, mitten in der Nacht. Wissen Sie was, vielleicht wird da dieses Kissen durch den Gottesdienst heute wieder zu einem echten, sanften Ruhekissen. Dass wir gelassen und frohgemut, hoffnungsvoll und zuversichtlich sitzen oder stehen, liegen oder gehen können. Das Herz vor Gott ausschütten. Das ist das Thema der Predigt, die uns heute der Theologe und Liedermacher Christoph Zehntner halten wird. Freuen Sie sich außerdem auf Werner Huchs, einen begnadeten Musiker, der mir mit seiner Gitarre Rede und Antwort stehen wird. Lassen Sie uns miteinander diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander Psalm 23 beten, heute einmal nach einer neuen, modernen Übersetzung. Weil der Herr uns leitet, gehen wir fröhlich in den Tag. Unser Leben ist wie eine Fahrt, morgens zur Arbeit und abends nach Hause, und der Herr fährt mit. Wir ziehen hinaus zum See und in fremde Länder, und der Herr bleibt neben uns. Jeder Tag gibt Grund zu neuem Dank. Reichliche Pflichten und heimliche Gaben aus der Hand des Herrn. Auch am Tag der Angst ist er uns nah, wenn wir erschrecken, vom Unfall bedroht sind, jäh der Mut erlischt. Wer kennt unsere Not wie du? Du suchst längst nach Helfern. Du hörst jeden Hilferuf, denn du gibst weit mehr. Wir bitten dich um Geleit und du schenkst dich selber. Jeder Tag wird ein Gewinn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus Christus, der du den Blinden die Augen geöffnet hast, damit sie wieder sehen konnten, der du den Tauben die Ohren geöffnet hast, damit sie wieder hören konnten, öffne auch uns Augen und Ohren, damit wir deine Gegenwart wahrnehmen, damit wir dein Wort hören, damit wir die Welt im Licht deines Evangeliums sehen lernen. Und wir dich loben, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Thank you.
freue mich auf meinen heutigen Gast, Werner Huchs, ein begnadeter Gitarrist. Er begleitet auf seiner Gitarre unter anderem Heino, aber auch Christoph Zehntner. Er hat bei vielen Musicals gespielt und ich freue mich, dass er mir heute Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen, Werner Huchs. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Warum sind Sie Gitarrist geworden und nicht Autohändler, Moderator oder Pfarrer? Ja, ich glaube, den musikalischen Grundstein hat mein Vater gelegt. So weit wie ich zurückdenken kann und mich an meinen Vater erinnere, hat er immer wieder zur Gitarre gegriffen. Und das sicherlich auch, als wir als Babys noch im Kinderbett lagen, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, war oft eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, zur Gitarre zu gehen, die Gitarre zu nehmen, Choräle zu spielen, Volkslieder zu spielen. Und vermutlich ist deswegen der Klang wirklich ganz, ganz tief in mir drin gewesen. Und als ich verschiedene Instrumente als Jugendlicher angetestet habe, blieb ich immer wieder bei der Gitarre hängen. Habe noch einige Versuche gemacht mit anderen Berufszweigen, aber Musik war dann doch das, was mir am meisten entsprochen hat. Spielen Sie lieber mit Heino zusammen oder lieber mit Christoph Zehntner? Sprich, lieber auf der großen Showbühne oder in Kirchen? Ja, also ein ganz kurzer Exkurs zu den Konzerten mit Heino. Das waren vier Tourneen während einer Es waren vier Kirchentourneen, also es war gar keine große Bühne in großen Seen, sondern es waren wirklich alles Kirchen, in denen wir dann auch viele Choräle gesungen haben. Also gar nicht das typische Heine-Programm. Das war sehr, sehr schön und sehr feierlich und oft waren die Kirchen ganz schön geschmückt. Insgesamt ist das eine sehr interessante und schöne Erfahrung gewesen. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, bin aber auch nicht traurig darum, dass da jetzt erstmal keine weiteren Konzerte anliegen und Heino sich jetzt im Moment mit ganz anderen Musikstilen beschäftigt. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich mit meinem alten Freund Christoph wieder Kontakt habe und wir wieder zusammen musizieren. Jemand, der viel auf der Bühne steht, der muss nach vorne immer glänzen. Aber man weiß auch von ganz vielen Größen, dass die Probleme haben, weil einen das Showgeschäft doch ziemlich mitnimmt. Ist bei Ihnen bisher alles glatt gelaufen? Also bei mir war es auch so, nicht nur durch die Musik, sondern durch verschiedene persönliche Entwicklungen, dass ich auch ein Suchtproblem hatte. Ich bin Alkoholiker, trinke aber seit 12 Jahren keinen Alkohol mehr und habe das große Glück gehabt, dass mich Freunde, vor allem ein Freund, sehr, sehr, sehr deutlich und auf den Punkt hingewiesen hat und gesagt hat, Werner, du bist jetzt über eine Grenze hinweg gegangen, wo es kein normales, gesellschaftsfähiges zum guten Abend noch ein Gläschen Wein trinken mehr ist, sondern wo du wirklich ein Suchtproblem hast. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass dieser Freund mir damals diesen Rat gegeben hat und dass ich in der Lage war, den anzunehmen und wirklich auch auf seinen Rat hin ab dem Tag keinen Tropfen mehr anzurühren, was mir schwer fiel. Und würde gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, den Impuls weiterzugeben. Also bitte, bitte, scheuen Sie sich nicht, wenn Sie in Ihrem Umfeld sowas beobachten. Sagen Sie das Ihren Freunden, sagen Sie es Ihren Bekannten. Ich habe den Eindruck, da ist ein Problem bei dir entstanden. Auch wenn die Leute das im Moment nicht hören wollen. Ich habe die Erfahrung gemacht, es bleibt trotzdem im Gedächtnis. Und wenn dann noch ein zweiter und ein dritter Kommentar dazu kommt, dann wird das später mal eine Hilfe sein, dass dann ein Suchtkranker sagen kann, ja stimmt, das ist in meinem Leben schon öfter zu dem Punkt gekommen, dass mir das Freunde oder Bekannte gesagt haben, dass bei mir was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also ich ermutige sehr, da diese Haken zu setzen. Bei mir ist es passiert und bei mir, Gott sei Dank, noch früh genug, dass ich jetzt wirklich seit 12 Jahren ohne Alkohol glücklich und zufrieden leben kann. Was hat Ihnen mehr geholfen in der Zeit aus dem Suchtproblem raus, die Gitarre oder Gott und der Glaube? Also das würde ich ganz banal und platt beantworten, ein westfälischer Dickkopf, der mir von meinen Eltern und den Genen mitgegeben worden ist. Also dann, wenn einmal eine Entscheidung gefallen ist, das wirklich ganz massiv durchzuziehen. Und das aber natürlich in Verbindung mit allem, was mich in dem Moment umgeben hat. Musik ist eine Konstante in meinem Leben gewesen, die immer für Ausgleich gesorgt hat und die mir sehr, sehr gut getan hat. Ohne den Glauben an Gott wäre es auch sehr, sehr schwierig geworden, aber das ist nicht das Einzige, was ich sagen würde. Die Freunde waren sehr, sehr wichtig, Familie war wichtig, das ganze Umfeld und auch das berufliche Umfeld, das war natürlich auch kein leichter Prozess, dann im Musical-Umfeld zu sagen, heute Abend gehe ich nicht mit euch feiern, ab jetzt werde ich keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren. Aber auch da waren die Kollegen auch eine sehr, sehr große Hilfe. Es war also ein ganz großes Paket drumherum von Begebenheiten und Menschen, die mir da eine Hilfe waren. Sagen Sie mir aus dem Stand heraus, wie heißen die Gitarrenseiten von der Bass-
zur Sopranseite? Da muss ich erstmal nachdenken. Müssen Sie wirklich nachdenken? So was können Sie aus dem FF, oder? Ja. E, A, D, G, H und das E. Sagen Sie mir einfach kurz einen Satz zu jeweils folgendem Stichwort. Seite E wie Elfmeter. Elfmeter. Da erinnere ich mich an ein Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel in Los Angeles, das ich live im Stadion mitverfolgen durfte, wo Baggio mit einem schönen schwarzen Zöpfchen hinten dran einen Elfmeter in den Himmel schoss und dadurch Brasilien gewonnen hatte. Bitte ab jetzt ein Satz ohne Kommas. Okay. A wie Anfänger. Haben es nicht immer leicht. D wie Disharmonie. Ein spannender musikalischer Aspekt, der nicht zwangsläufig zur Harmonie folgen muss. D wie Genie. Beneidenswert, aber oft mit einem sehr schwierigen Lebensweg. H wie Hooks. Stehe ich drauf. E wie 50 plus. Eine wunderbare Realität, die sich in meinem Leben nicht mehr verleugnen lässt. Und die Sie auch musikalisch abgebildet haben auf Ihrer neuesten CD, Werner Hooks 50 plus. Und ich freue mich, dass Sie bei uns waren und so offen und ehrlich gesprochen haben. Wir könnten stundenlang weiterreden. Wir freuen uns auf die Musik von Ihnen und mit Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Hooks. Vielen Dank, ich war sehr gerne hier. Danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen hab. In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus. Was mich quält, was mir den Mut nimmt, all das schütt ich vor Gott aus. Danken und Lob. Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Eigentlich ist Beten ganz einfach. Eigentlich. Ich nehme mir Zeit. Ich komme zur Ruhe. Vielleicht brauche ich den richtigen Ort, damit das gelingt, Ruhe zu finden. Ich besinne mich auf Gott und versuche, die anderen Dinge nicht länger in meinem Kopf und in meinem Herzen
groß sein zu lassen und ich fange an, Gott zu sagen, was mich bewegt. Eigentlich ganz einfach. Ich muss kein Studium absolviert haben. Ich muss keinen speziellen Volkshochschulkurs oder kein Seminar besucht haben. Das muss ich auch nicht mit der Muttermilch eingesogen haben oder schon im Religionsunterricht in der Schule gelernt haben. Eigentlich ist Beten ganz einfach. Eigentlich. Doch ich glaube und ich höre immer wieder in Gesprächen und ich erlebe es bei mir selbst, für uns ist das Gebet oft kein bisschen einfach, sondern ziemlich schwer. Ja, ich kenne das gut. Und ich höre es von unterschiedlichen Menschen. Wann genau und wo genau soll ich am besten beten, damit es wirklich Gebet wird? Wie soll ich anfangen? Wie soll ich Gott ansprechen? Wie kann ich mich konzentrieren, wenn meine Gedanken abirren und ich mich gar nicht richtig besinnen kann auf das, was mir eigentlich wichtig ist? Solche und viele andere Fragen schwirren mir durch den Kopf. Und im schlimmsten Fall sitze ich da, würde eigentlich gerne mit Gott sprechen, würde gerne beten, in der Stille ankommen, aber ich weiß einfach nicht, wie es gelingen soll. Für die von Ihnen, die manchmal so oder so ähnlich empfinden, habe ich heute drei ganz einfache Hilfsmittel mitgebracht. Werkzeuge gewissermaßen, Instrumente, Gedanken, die mir selbst beim Beten helfen. Der erste Gedanke ist schon richtig alt. Genau genommen mehr als 1600 Jahre. Damals lebte in Nordafrika ein Christ mit dem schönen Namen Augustinus. Der hatte eine bewegte Vergangenheit hinter sich, bevor er den Glauben an Jesus Christus für sich selbst entdeckte. Zum Beten schreibt dieser Augustinus einmal: Vielleicht beten wir dann am meisten, wenn wir am wenigsten sagen. Und am wenigsten, wenn wir am meisten sagen. Vielleicht beten wir dann am meisten, wenn wir am wenigsten sagen. Erstaunliche Worte, oder? Beten kann also, so empfiehlt mir Augustinus, erst einmal bedeuten, einfach gar nichts sagen. Nicht plappern, nicht schwätzen, nicht denken, ich muss jetzt dieses oder jenes toll formulieren. Das ist ein ganz einfacher Tipp, aber ein wichtiger. Gebet ist keine Leistung. Gebet ist keine Übung, nicht etwas, was man tun müsste. Gebet ist erst einmal einfach ruhig werden vor Gott. 1,5 Jahrtausende nach Augustinus beschreibt Friedrich von Bodelschwing das so: Beten heißt in der Luft Gottes atmen. In der Luft Gottes atmen. Wunderbar ausgedrückt. Ich hole Luft in Gottes Gegenwart. Genau das will ich lernen, praktizieren, immer wieder, immer neu, neugierig. Oft stehe ich mir dabei selbst im Weg. Oft komme ich einfach nicht zur Ruhe. Und ich finde einfach nicht zu einer Haltung, in der ich atmen kann in der Luft Gottes und nicht mehr länger etwas einbringen und tun und leisten möchte. Ich fühle mich beim Beten manchmal wie auf einer Bergtour, bei der ich zu viel in den Rucksack gepackt habe. Ein Kilo und noch ein Kilo und noch eins. Ich schufte und schwitze und es geht nur langsam voran, weil mich die Lasten hinten in meinem Rucksack fast in die Knie zwingen. Meine Lasten. Und auch die Lasten, die andere mir mit aufgebürdet haben. In solchen Lebenslagen hilft mir ein zweiter, ein wieder ganz einfacher Rat. Ablegen, was mich belastet. Spüren doch, wir sehen nicht.
bringen unsere Lasten, den Hass, der uns verzehrt, so viel in unserem Leben läuft noch verkehrt. Was wir erreichen wollten, wir haben's nicht geschafft. Wir bitten dich, Herr, schenke uns dazu Kraft. Meine Seele ist still zu Gott, der mir helfen wird. Das sind Worte Davids. In einem alten Lied spricht er das aus. Wir nennen sein Lied den 62. Psalm. Das Lied eines Menschen, dem das Gebet, das Gespräch mit Gott sehr wichtig ist. Ich lese noch ein paar Sätze Davids aus diesem Lied. Denn seine Worte helfen mir, mich vorzubereiten auf ein Gespräch mit Gott. Gott ist mein Fels und meine Hilfe. Bei ihm bin ich in Sicherheit. Ich erinnere mich selbst daran, sei nur still und vertraue auf Gott, denn er ist doch meine Hoffnung. Er ist doch mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz. Ja, hofft auf ihn alle Zeit. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Menschen sind nur ein Hauch. Selbst bedeutende Leute enttäuschen. Sie wiegen weniger als nichts. Denkt daran, Gott allein hat die Macht. Meine Seele ist still zu Gott, der mir helfen wird. Ich mag dieses Lied, diesen Psalm Davids sehr. Ich mag diese starken Bilder der Hoffnung, der Zuversicht. Gott ist mein Fels. Gott ist mein Schutz, ist meine Hilfe.
Ich mag auch diese realistische Sicht der Dinge, die hinter dem Psalm steckt. Ich allein komme nicht sehr weit. Ich bin kein Fels. Ich bin mir selbst nicht Schutz genug. Ich brauche Hilfe. Und wenn ich mich ausschließlich auf Menschen und ihre Möglichkeiten verlasse oder mich und meine Möglichkeiten, komme ich nicht sehr weit. Meine Kraft und auch die Kraft anderer Menschen reichen alleine nicht aus. All das mag ich an diesem Psalm, aber ganz besonders gefällt mir der Satz: Ihr Leute, schüttet euer Herz vor Gott aus. Und genau das ist mein dritter und mein letzter Tipp für Sie. Nehmen Sie diesen Satz einfach ganz wörtlich, ganz ernst. Ich will es auch tun, immer wieder neu. Mein Herz vor ihm ausschütten. Ich darf ruhig werden vor Gott. Das ist Arbeit. Ich darf ablegen, was mich belastet. Auch das ist manchmal harte Arbeit. Und dann kann ich ihm all das ungeschminkt und ungefiltert sagen, hinschütten, was mich bewegt, in meiner Sprache, mit meinem Stammeln ausgedrückt, so gut ich es kann. Oder wortlos oder stammelnd. Martin Luther drückt es drastisch und unmissverständlich aus und sagt: Beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen. Gott voller Vertrauen den Sack vor die Füße werfen. Dazu mache ich Ihnen Mut. Dazu lädt David ein. Und seit David das getan hat, hat eine unübersehbare große Menge von Menschen aus aller Herren Länder mit den unterschiedlichsten Muttersprachen, mit völlig verschiedenen Kulturen und Bildungsstandards so gebetet, so das Gespräch mit Gott gesucht. Ruhig werden vor Gott. Ablegen durch seine Hilfe, was belastet. Und dann das Herz vor Gott ausschütten, ungeschminkt, ehrlich, nichts zurückhaltend. Ich wünsche Ihnen, dass Sie darüber ins Staunen kommen. Ins Staunen über Gott, über seine Nähe zu uns Menschen, sein Interesse an uns. Darüber, dass er es aushält, dass wir ihm unsere Säcke, unsere vollbeladenen Rucksäcke vor die Füße werfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie staunen über sein Interesse an uns. Über sein Interesse an unserem Gebet. Und dass Sie bei der Gelegenheit vielleicht zum ersten Mal staunen über seine grenzenlose Liebe. Amen. Felsen.
weil ich da bitten kann, dich um Hilfe bitten, dir mein Herz ausschütten. Herzlichen Dank, dass ihr für mich gebetet habt. Es geht mir den Umständen entsprechend besser und ich habe das gemerkt, dass ich neue Kraft bekomme. So hat ein Zuschauer vor kurzem geschrieben. Und ich freue mich und es bewegt mich, wenn Sie uns von solchen Gebetserhörungen schreiben. Danke auch, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und uns Ihre Gebetsanliegen zukommen lassen. Schauen Sie nach auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort gibt es eine Rubrik Gebet. Über diese Rubrik können Sie uns Ihre Anliegen mitteilen. Und nun lassen Sie uns miteinander beten. Heiliger Gott, nimm uns bei den Händen und schreite voran, damit wir auf dem Weg der Wahrheit bleiben. Bleibe an unserer Seite, damit wir deinen Trost, deine Liebe erfahren können. Stehe hinter uns, damit wir von Hinterhalt beschützt sind. Bleib unter uns, damit du uns beim Fallen auffängst. Bleib über uns, damit wir deinen Segen und deine Gnade empfangen können. Bleib in unseren Herzen, damit sich in uns die Liebe zu dir entzündet, die Hoffnung sich stärkt und der Glaube sich vermehrt. Und gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie als Gesegnete in die kommenden Tage. Der Segen Gottes, das ist Kraft, das ist Licht, das ist Zuversicht für Sie. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir können diese Fernsehgottesdienste Stunde des Höchsten nur produzieren, wenn Sie uns dabei helfen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Spenden, für Ihre Unterstützung. Es gibt seit kurzem auch einen neuen Spendenservice bei Stunde des Höchsten. Spenden Sie per Telefon. Rufen Sie die Rufnummer an 07503 939, dreimal die 9 und die 7. Da können Sie auswählen, ob Sie uns 5 oder 10 Euro einmalig spenden möchten oder 5 oder 10 Euro als Dauerspende.
Wir schaffen diesen Fernsehgottesdienst nur, wenn Sie uns dabei helfen. Ganz herzlichen Dank dafür. Alle Informationen erhalten Sie nochmal auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Kürze wiedersehen, zusammen Gottesdienst feiern, Stunde des Höchsten. Bis dahin machen Sie es gut. Auf Wiederfernsehen.